Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, wir sind auf der Suche, wie man uns schon gesagt hat, gerade eben nach der Zauberin Yennefer und zur alten Liebe. Die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch, solange sie nicht die Ernte verbrennen. Oh, Drommle, Drommle. Du bist dümmer als ein Hahn ohne Kopf. Warum ziehen sie die Linien, hm? Um unser Land aufzuteilen und ihren Leuten zu geben. Mittlerweile auch auf Deutsch. Ich habe es umgestellt, habe die Audiodaten runtergeladen. Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Bei Optionen, die mit Hahn markiert sind, setzt du das Axi-Zeichen ein, das andere beeinflusst und ihnen deinen Willen aufzwingt. Um besonders widerspenstige Personen zu verhexen, die Axi sonst möglicherweise widerstehen könnten, investieren in die Fertigkeit Täuschung im Charakterfenster. Okay. Ich will nur reden. Ich will nur reden. Bist du Taubstreuner? Hier redet niemand mit dir. Wenn du Gesellschaft suchst, dann steck deine räudige Schnauze in den Trog mit den Schweinen. Dem Scheißkerl hast du es aber gezeigt, Mieszko. Meine Geduld geht zu Ende. Ich verliere gleich die Geduld, dann rollen eure Köpfe. War nur Spaß. Wir wollen keinen Ärger. Habt ihr hier eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung gesehen? Wir wissen nichts, Meister. Lass uns zufrieden. Okay. Sie scheinen wohl nichts zu wissen. Oder sie wollen uns nichts sagen. Weil wir nicht unbedingt so friedlich auf sie gestimmt sind, ne? Schauen wir, was die da hinten zu uns zusammen haben. Mit der haben wir schon gesprochen. Nochmal. Es gibt 4 Farben. 4 was? Farben, Gruppen, Sorten. Wie Kreuz und Pik. Nur hat jede Farbe ihre eigenen Bildkarten. Außerdem gibt es Spezialkarten. Willst du nicht lieber Krieg spielen? Bis du das Spiel in meinen Kopf gekriegt hast, geht doch die Sonne auf. Die spielen wohl dieses Quint, oder wie es sich nennt. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Reiterin des Krieges? Was soll das sein? Das habe ich mich jetzt auch als erstes gefragt. Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Ist der Krieg schon nach Novigrad gekommen? Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Und was macht er hier? Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde? Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Hm,
geh zu deinen Büchern zurück oder schreibe über den Krieg, wie er wirklich ist. Na, wir wollen ihn nicht verärgern. Interessant. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigungen, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts sozusagen. Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Leb wohl. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Nein. Hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Durch die Option, die mit Hm markiert sind, wird eine Quintpartie gestartet. Nee, danke, muss nicht. Nein, danke. Ich hab noch was zu erledigen. Schade. Ich würde ja mit den Leuten hier spielen, aber da die nicht mal bis 10 zählen können, bleiben die Regeln ein Rätsel für sie. Na schön, wenn du es dir überlegst, ich bin hier. Ein andermal. So, wen haben wir da hinten denn noch? Gauntower Dim. Gauntower Dim. Was? Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Kommen wir zur Sache. Es wird meine Stimmung heben, sie zu finden. Du siehst mitgenommen aus. Nur ein paar Tropfen werden deine Laune heben. Ein kleiner Schnaps hat noch keinem geschadet. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Jetzt bin ich interessiert. Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Woher kennst du Jen? Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Direkt, wo ist Jennifer? Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Natürlich geht es um die Liebe. Erraten. Es ist die Liebe. Wusste ich gleich. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Das war schon hilfreich. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Möglich wär's. Frage die Nilfgaardner nach Jennifer. Und hier hat's in dem Spiel so ein unangenehmes Ruckeln, finde ich. Obwohl die Framerate hoch genug ist. Und zwar müsste das unter Grafik, Nachbearbeitung, Bewegungsunschärfe. Das macht das Ganze etwas weicher. Auch wenn noch nicht ganz perfekt, aber besser. Wer wartet denn da auf uns? Ausgetrunken! Dann verpiss dich! Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Hm,
3 gegen 1. Holla, ihr seid tapfer. Ich bleib nicht lang. Fangen wir mal damit an. Ich wäre sowieso nicht lange geblieben. Vielleicht nicht. Vielleicht bleibst du aber auch für immer. Unter der Erde. Dein Arsch gehört mir. Die Einmal. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Oh, shit. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ja, ich kann nur Schlägerei machen. Ich kann keine Schwerter rausziehen. Shit, wie kann ich nochmal blockieren? LT. So, okay. War nett, euch zu treffen. Mhm, sehr nett. Altes Ziegenfell. Ah, da müsste ich die bestehlen. Das mache ich nicht. Ich schaue mich hier jetzt mal ein bisschen um. Dein Spielstand wird automatisch gespeichert, wenn du bestimmte Meilensteine in der Geschichte erreichst. Denke jedoch daran, deine Fortschritte außerdem oft genug manuell zu speichern. Die Hexenwelt ist voller Raubtierblutige Bastien, Banditen und sonstige Gefahren. Ja, ist klar. Suchst du Ärger? Kann ich mit ihm sprechen? Zutaten sammeln? Nee, das ist Mutant. Ein Problem? Was willst du? Kaust du die? Kann ich direkt persönlich mit ihm sprechen? Schade. Trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Derva. D-E-R-V-A-N. Nicht Geudemar. Dann fällt er ins Bett und stößt sich ganz doll. Und am Morgen hat er die Hose voll. Was für ein Name ist das überhaupt? Derva. Wer hat dir das beigebracht? Nilfgaard. Meine Großmutter war aus Nazair. Ach so ist das. Dann eben Meister Derva. Meine Großmutter hat mir von Schmiedejungen erzählt. Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war, geschnappt und verhört. Aha. Er hat gezippelt und geschrien. Bumm. Wir haben seinen greifenden Drache, denn dieser Idiot von Karl hat einen Schein als Köder benutzt. Nur weil es so ein Na, das ist mein Pferd und ich kann aber auch ein anderes nehmen. Das ist ja mal cool. Was haben die Leute getan? Sie konnten den Kopf hier schlecht wieder abnehmen. Angeblich haben sie ihn frisch in einer Gruft begraben. Mutant. Ja, ist ja gut. Los. Geralt weiß aus langer Erfahrung, dass man auf Reisen die Umgebung im Auge behalten soll. Man weiß nie, wenn man auf etwas oder jemand Interessantes stößt. Fräulein in Not, Kaufleute mit seltenen Waren, Nester voller Monster. Auf der Karte findest du jeweils die folgenden Symbole. Okay, das kann ich mir eh nicht merken momentan. Aber ich weiß, dass es hier momentan ein Anschlagbrett hat. Gesucht, Deserteur. Letzte Nacht ist ein Soldat im Schutz der Dunkelheit aus dem Armeelager geflohen. Zugeflug zum Ausland, in neue Ordnung. Auftrag Teufel im Brunnen. Alter, was haben die hier alles? Ich nehme einfach alles mit. Es gibt viele interessante dichten Wälder und Nerd. Wenn du dir ein Anschlagbrett ansiehst, scheinen Fragezeichen markieren auf deiner Minikarte die mögliche interessante Orte kennzeichnen. Begib dich in die Orte, um zu erfahren, welche Geheimnisse sie bergen. Okay. Heya! Komm schon. Na, ich muss hier durch, tut mir leid, Junge. Oha, Blödsinn. Und los geht's. Boah, das Wasser ist nochmal ein gutes Stück detaillierter. Als auf der PlayStation und Xbox. Sehr gut. So lobe ich mir das. Komm schon. Auf geht's. Der Junge, der Gutmanns, kennt einen Händler, der einmal nach. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, sind diese ganz leichten. Wie soll ich das sagen? Ruckler? Es sind keine richtigen Ruckler. Framerate ist hoch genug, so um die 30 bis 40 halt. Aber. Trotzdem, was ist hier los? Gegner? Ja, aber die muss ich nicht unbedingt angegriffen haben.
nehme mal den Weg außen rum. Los, los! Die Welt steht voller interessanter Orte, voller Gefahren oder Schätze. Diese Symbole sind auf der Minikarte mit folgenden Symbolen markiert. Als ob ich mir das merken kann. Aber interessant. Okay, hier gebe ich mal ein bisschen Gas. Den muss ich jetzt nicht unbedingt verkloppt haben. Wobei doch, hier hat es was Interessantes. Warte mal. Kann ich auch irgendwie... Naja, ist schwierig. Schneller. Langsamer. Hey. Ah, okay. Hep. Oh 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 oh. Scheiße. Na, es wirft mich runter. Wird gelaufen, ne? Egal. Es gibt eins auf die Mütze jetzt. Für dich auch. Mich nochmal kurz überlegen. Das hier kann ich so auswählen. Und so kann ich es zünden. Okay. Wo ist Leber? Hier ist doch irgendwas passiert. Optima Mater. Okay. Aufnehmen, Kohle, Lederstücke. Hier noch mehr Wolfsleber. Gut, gut, gut. Ah, da war das hier. Oh, geil. Und auf dem Wasser sollte es theoretisch auch sichtbar sein. Ja, ist es. Hammergeil. Boah, so schön. So wahnsinnig schön. Aber da hinten hat es doch noch irgendwas. Oder? Täusche ich mich da. Aufnehmen. Noch mehr. Oh, scheiße, wenn ich das übersehen hätte. Okay, und weiter geht's. Plötze. Ab geht die wilde Fahrt. Geschwind. Was haben wir hier? Was machen denn die hier? Ich frag mal nach. Okay, das sind Soldaten, die trainieren. Alles klar. Kann aber nicht mit ihnen sprechen. Dann gehe ich mal weiter. Okay, hier lohnt es sich umzusteigen. Und zwar auf zu Fuß. Nix. Wollte nur Hallo sagen. Steuert sich wie in Watch Dogs. Desto stärker ich den linken Stick nach vorne drücke, desto schneller laufe ich. Ah. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter sagt, Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Siehst du kannst höflich sein. Habt ihr Arbeit für mich? Nee, momentan noch nicht. Na, ihr Schwarzen seid ja gar nicht so schlimm. Ihr könnt sogar nett sein, wenn ihr wollt. Gewöhn dich nicht dran, Nordling. Zum Turm. Da habe ich vor hinzugehen. Coltays Griffian Essanval. Et
Da rechts ist also der Turm. Wir müssen einen Teil eurer Ernte requirieren. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temerier haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Willst du von ihm auch etwas beschlagnahmen? Ich kann es nicht leugnen. Bleiben wir mal dabei. Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Wadgern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es, was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn, dann werde ich sehen, was ich tun kann. Ich würde aber gerne wissen, warum ich das überhaupt schert. Was kümmert dich der Greif? Mich kümmern die Leute. Die Bestie hat schon 10 umgebracht. Auch einige meiner Männer. Ich müsste die ganze Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Abgemacht, dann mach ich's. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche ein bestimmtes Kraut, ich brauche mehr Informationen über den Greif. Keine Ahnung. Was soll ich brauche wissen? Mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit, aber auch ein bisschen seltsam. Und er braucht ein bestimmtes Kraut anscheinend auch. Ich brauche einen Köder, ein bestimmtes Kraut, Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Bis dann. Tumira und Mislav. Danke. Es so und Jagden. Dir eine gute Jagd. Okay. Na, hoffen wir doch. Wenn deine aktuelle Quest aus mehr als einem Ziel besteht, kannst du R drücken, um ein anderes Ziel zu verfolgen. Frage den Jäger nach dem Fundort der Leiche. Frage die Kräuterfrau nach Kreuzern. Kann ich irgendwo die Karte aufmachen? Weltkarte. Na, wunderbar. Jeder wichtige Ort, den du entdeckt hast, wird auf deine Weltkarte markiert. Fortfahren. Drücke L, um deinen aktuellen Ziel zu springen. Verwende L, um die Weltkarte zu verschieben. Das Ziel ist mit N markiert. Verfügbare Quests werden mit N markiert. Okay. Also. Die Bestie finde ich hier.
Und die gute Frau finde ich hier. Das bedeutet, damit anfangen. Wobei, ich weiß ja nicht, also was als erstes ansteht. Ich habe ja keine Ahnung. Fangen wir damit an. Wobei ich halt immer noch nicht weiß, welches ist. Handwerker könnt ihr verschiedene Gegenstände anfangen. Gegen einen Obolus versteht sich. Waffenschmiede schmieden Waffen, Rüstungsschmiede spielen Rüstung. Ja, offensichtlich. Wenn du ein Handwerksschema findest, bring es zu einem Handwerker der richtigen Sorte und Fertigkeitsstufe, damit er den Gegenstand für dich anfertigt. Okay. Heißt einmal wieder raus. Kuckuck. Hallöchen. Dann befragen wir erstmal die gute Kräuterfrau. Wegweiser ermöglichen dir direkt von einem Ort zum anderen zu reisen. Näher dich einem Wegweiser und drücke A. Ja. Gut. Wähle mit L ein Reiseziel aus, das auf der Karte mit Terrain markiert ist, und drücke dann A, um dorthin zu reisen. Alles klar. Hast verstanden. Ah. Da kann ich jetzt schon hin. Wieso kann ich denn da jetzt schon hin? Ich war da doch noch nie. Oder war ich da schon? Da war ich doch noch nie. Egal, ich muss da hin. Und es ändert sich von der Distanz eigentlich kaum was zu dem hier. Oder? Wobei, das ist näher zu dem. Versuchen wir es einfach mal die Schnellreise. Mal sehen, wie lange die braucht. Und... und wir sind da. Hexe sind eine LT halten. Pferd rufen. Links zweimal drücken. Schön, dass das unten alles dasteht. Gott sei Dank, ganz ehrlich. Wo ist denn das Pferd jetzt? Sie hat viele Pferde, nur nicht meins. Oder ist das hier meine, das da hinten meins? Das ist meins? Ja, ist meins. Komm schon, Plätze. Boah, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wo ich hin. Oh. Ich komme hier halt nicht durch mit meinem Pferd, ne? Ich habe einen Bug gefunden. Angeblich haben sie ihn husch-husch in einer Gruft begraben. So, Pferdchen, komm mal da raus, bitte. Sonst komme ich da nicht mehr raus. So. Langsam, langsam. Bringst du ein Heya! Ich heiße jetzt Derva. So. Frage den Jäger nach dem Fund der Leichen. Dann müssen wir anfangen, weil es näher ist. Glaube ich. Ich hoffe, ich reite zum richtigen. Naja, so weit entfernt ist es nicht alles. Da haben wir es auch schon. Ist ja eh noch die kleine Anfangswelt. Okay. Einmal absetzen. Und klopfen. Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Okay, frage die Kräuterfrau. Ach, Kreuzdorn. Weiter so, Plätze. Engagiert heute. Ich gehe direkt über die Felder. Oh, Entschuldigung. Wollte ich nicht. Ich bin ein guter Hexer. Sorry. War keine Absicht. Bin ich hier richtig? Ja, hier bin ich sehr richtig.
Gibt es auch überall dieses grüne Zeug? Da kann ich doch einsammeln, oder? Zutaten sammeln. Schildkraut. Und Berber, irgendwas, Fruchtdings. Wenn ich schon die Möglichkeit habe, hier ein bisschen meine Sammelwut auszulasten. Noch mehr. Kann ich hier auch? Ja. Blütenblätter. Ich glaube, hier sammle ich noch ein bisschen mehr gleich. Jetzt klopfen wir erstmal an. Müssen wir gar nicht, wir können einfach rein. Störe ich? Gar nicht. Hübscher Hintern. Den Zweizahn. Das ist die rote Blüte. Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. War das der Greif? Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg? Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Nicht nur die Jugend. Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Ich könnte versuchen, ihr zu helfen. Ich könnte versuchen, ihr mit einem meiner Tränke zu helfen. Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber? Hexertränke sind nichts für Menschen. So stirbt sie auch. Ja, einen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt. Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Ich brauche Kreuzdorn. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter Saar so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Nilfgaard-Markordnung. Hauptmann Peter liegt etwas daran. Kaiser Elmir dürftet ihr egal sein, aber diesem Hauptmann nicht. Der kommt mir anständig vor. Es gibt keine anständigen Männer in der Armee, nur Befehle. Da hat sie teilweise recht. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit. Zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Verwende deinen Hexersinn, um den Jäger zu finden. Oder finde mit Hilfe deinen Hexersinn etwas Kreuzchen am Grunde des Flusses. Bei der Position des Trankes Schwalbe zu. Ich würde es ja machen. Aber wie mache ich das? Bereite eine Portion des... Erklär mir mal jemand, wie das geht. Da ist was Silbernes. Das sieht doch so aus, als wäre es irgendwie brauchbar, oder? Oder ist es mein Pferd? Beweg dich! Scheint so, ne? Ich stell's mal ganz kurz hier ab. Da ist noch ein Reiter. Okay, ja, das ist mein Pferd. Da läuft ein Bauer vorbei. Da hinten blinkt doch was. Achso, nur weil es neu auftaucht, oder? Zutaten sammeln. Ein bisschen Zutaten. Mohlebfeil. Und noch mehr. Immer her damit. Ich kann alles brauchen.
So, jetzt mal im Questlog nachschauen. Die Bestie von Weißgarten, empfohlen Stufe 3. Er hat noch Stufe 1, okay. Flieder und Stachelbeeren. Schließen den Greifenauftrag ab. Nebenquests auf dem Sterbebett. Ein weiteres Mal musste ihr eine fast unmögliche Entscheidung treffen, die zwischen zwei Übeln. Als er sich auf den Greifenjagd vorbereitet, stieß er auf sein Leben retten oder sie sich schlicht und Qualen sterben lassen. Kann ich einfach zu ihr hingehen? Ich check's nicht. Hi. Entschuldigung, ich wollte nicht auf deinem Kopf rumschwingen. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Es geht doch irgendwie über Alchemie, ne? Was brauche ich denn für Schwalbe? Ich brauche einmal Zwergenschnaps, Schöllkraut und ertrunkenen Hirn. Wo finde ich denn den Scheiß? Auf jeden Fall brauche ich es. Nochmal, nur damit ich es nicht vergesse. Was sind das für Namen, Alter? Schwalbe, Zwergenschnaps und vor allen Dingen Schöllkraut und ertrunkenen Hirn. Schöllkraut. Wo kriege ich Schöllkraut her? Wolfsbann. Nee, das brauche ich nicht. Spitzwegerich brauche ich auch nicht. Was war das hier? Molepfeil. Okay, das auch nicht. Auch nicht. Ich hatte nicht zufällig irgendwas, was ich brauchen könnte. Hier war Wolfsband. Und das haben wir hier. Ich will jetzt nicht alles wegklauen. Das geht ja gar nicht. Spitzwegerich. Brauche ich auch nicht. Molepfeil. Ah, shit. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Bereite eine Portion des Zwangsschwalbe zu. Schön. Dann sag mir, wo ich den Scheiß finde. Sieht man das irgendwo auf der Map? Ja, aber nur in der Nähe des Pusteblume. Ah, scheiße. Balissa-Frucht. Alles nicht brauchbar. Dann mache ich weiter mit dem Teil, bei dem ich vorhin war. Und zwar Quests. Die Bestie von Weißgarten. Verwende deine Hexe, um einen Jäger zu finden. Nee, nicht das hier. Flieder von Stachelbeeren. Schließ den Greifenauftrag ab. Ja. Ja, nur würde ich jetzt gerne wissen, was ich dafür tun muss. Ich bin jetzt gerade etwas überfragt. Ich stelle mich wahrscheinlich richtig dämlich an. Jennifer hatte Kontakt mit Geralt aufgenommen. Endlich bla 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 bla. Durch wilde Lande und über Schlachtfelder. Sie hatte es offenbar eilig. Vielleicht war sie in Schwierigkeiten. Ja, aber wie schließe ich den ab? Wo muss ich denn hin? Verflucht! Ne, das ist falsch. Weltkarte. Muss ich da wieder zurück? Nee. Hä? Ich blick so gar nicht durch. Ich kann die doch gar nicht abschließen. Wo soll ich den abschließen? Weißgarten, Flieder und Stachelbeeren. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Soll es mir zumindest irgendwie anzeigen, oder nicht? Das Spiel ist zu kompliziert für mich. Ah, scheiße.
Ah, dann lass mal sehen. Die Bestie von Weißgarden neben Hexerauftrag, Teufel beim Brunnen. Im Weißgarden fand Geralt den Aushang eines gewissen Odolan, der im Dorf wohnte und einen Profi suchte. Dann machen wir da mal weiter. Ja, da wird's mir angezeigt. Pass auf, wo du hintrittst. Pferdchen, komm her. Pflaumen lassen meinen Magen verrückt spielen. Ja, kann passieren. Ah, Blitze. Sehr gut. Guter Gaul. Dankeschön. Dann wollen wir mal. Hühot. Voll im Galopp. Über die Felder. Wahnsinnig schön. Wahnsinnig schön. Ganz ehrlich. Komm jetzt. Sieht man auch Spuren? Nö, man sieht keine Spuren. Ah, das ist wiederum was nicht so Gutes. Langsam, langsam. Schau mich nicht so an. Hoppala, ich bin voll vorbei. Lauf, Blitze. Ich schau niemanden so an. Aua. Entschuldigung. Ich überrenne die Leute langsamer. Nur. Boah, ich kann mir einfach nicht merken, was ich für diese eine Quest noch brauche. Alchemie. Ich vergesse sie jetzt mal aufs Neue. Schöllkraut und ertrunkenen Hirn. Schöllkraut. Meine Fresse, ey. Krähenauge, Schöllkraut. Ich werde das nie im Leben finden. Sie wird darauf gehen, und zwar 10-mal. Hallo. Du suchst jemanden, ne? Sei gegrüßt, guter Mann. Ich habe gelesen, dass ihr Probleme mit dem Brunnen habt. Ja, darin spukt es. Schon seit über 20 Jahren. 20? Warum hängt ihr dann jetzt erst eine Bekanntmachung aus? Weil wir unser Wasser bisher aus dem Fluss geholt haben. Aber seit der Schlacht treiben so viele Leichen darin, dass er verseucht ist. Meine Tochter Hanni ist furchtbar krank davon geworden. Sie behält nichts mehr bei sich und es geht ihr immer schlechter. Die Kräuterfrau meint, dass man Fieber durch Trinken bekämpft. Nicht von Bier oder Wein, sondern von klarem Wasser. Woher soll ich das nehmen, wenn nicht aus dem Brunnen? Aber daraus muss erst der Geist vertrieben werden. Der lässt keinen rankommen. Beschreibe den Geist. Ja, zeig mal her. Dieser Geist, beschreibe ihn mir. Tja, er ist furchterregend. Schrecklich. Ich meinte, wie sieht er aus? Er sieht aus wie eine Frau. Direkt aus dem Grab. Mit einem schmutzigen Kleid, lauter Lumpen. Die Haut hängt von den Knochen und sie heult, als ob sie leiden würde. Eine Erscheinung. Oder vielleicht ein Alb. Wenn du sie nicht verjagst, Meister, wenn du nichts tust, bringt sie meine Tochter um. Dann werde ich auf jeden Fall was machen. Reden wir über meine Belohnung. Nein, da will ich nicht zu sehr. Gut, ich helfe. Wo ist dieser Brunnen? In Hüttel. Das ist ein Dorf auf den Höhenzügen. Jetzt ist es verlassen. Niemand traut sich hin, weil der Geist da ist. Bitte, verscheuche ihn. Kein Problem, mache ich doch. Da wollte ich jetzt nicht groß über irgendwelches Geld reden. Da geht's ums Prinzip. Komm, Pferdchen. Komm. Ja, wo ist es denn? Da hinten ist es. Ich bin immer zu blind. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Auch nichts Besonderes, passt alles. Hat ein bisschen zu tun in letzter Zeit. So ein paar Monster, die mir in die Fresse geschlagen haben. Keine Ahnung, das ist üblich halt. Schau mich nicht so an! Ich tue doch gar nichts. Was ist denn mit denen los? Geht's. Hier, ich sehe ihn schon.
Ah, okay. Welches war nochmal das Richtige? Ich glaube dieses hier. Bin mir aber nicht sicher. Aber ich weiß, welchen Zauber ich hier brauche. Und zwar Schutzschild, magische Falle. Aber Schutzschild ist nie schlecht. So, und dann ab jetzt eine magische Falle. Der berüchtigte. Entschuldigung. Eine Mittagserscheinung. Was sind Sie hier zu suchen? Komm, komm, komm. Da kann ich dich gut treffen. Sie ist geflohen. Aber morgen kommt sie wieder. Etwas hält sie hier. Lies den Eintrag über Mittagserscheinungen bis Talium. Und das ist wo genau? Na, wenn ich es schon getötet habe. Gehen wir mal rein. Ich sollte vielleicht etwas öfter meine Hexersinne verwenden, ne? Das braucht ja hier alles niemand mehr. Das ist meine gute Bezahlung hier. Da, das sieht doch gut aus, das links. Zerbrochene Hake. Und dann hier, nehmen. Ein Tagebuch. Könnte hilfreich sein. So, Inventar. Nein, das sind Alchemie. Inventar. Wie sieht deine aktuelle Ausrüstung? Gegenstände? Ja. Ich verstehe. Alles klar. Ich würde gerne A drücken, aber es geht nicht. Ich verstehe. Das sind meine aktuell ausgerüsteten Gegenstände. Es ist okay. Das sind meine aktuell ausgerüsteten Gegenstände. Meine aktuell ausgerüsteten Gegenstände, ja. Ja, ja, ja. Ich habe einen Bug entdeckt. Und dann würde ich sagen, wenn wir den Bug jetzt entdeckt haben, geht's da. Dann in der nächsten Folge weiter. So leid es mir tut, ich wollte es noch ein Stück länger machen. Aber ich kann nicht weitermachen. Also denn, bis dahin, ciao.